heute sind wir mal mit den Rädern unterwegs am Kanal entlang, am Main-Donau-Kanal entlang und fahren da Richtung Freistadt. Und dann haben wir eigentlich vor, zum Katzerer Bräu zu fahren. Das ist ein sehr schöner Biergarten hier in der Gegend und möchte fast sagen, der urigste, schönste hier in der Gegend. Und ja, das wollen wir jetzt mal machen, das haben wir jetzt vor. Also bleibt dabei und schaut uns zu. Heute gibt es wieder ganz schön Gas, wa? Ich bin auf 1, weil du halt wahrscheinlich nachmittags trainierst oder so, wenn ich nicht zu Hause bin. Ja? Ja, ich glaub's ja. Ich muss hier treten wie ein Elch, damit ich dir hinterherkomme. Ich kaufe mir auch gleich ein E-Bike. Und dann versuchen wir von Katzerer Bräu dann auch wieder ein bisschen so im Kreis zurückzufahren nach Freistadt. Was? Versuchen? Wir würden trinken, dass es nicht mehr geht. Naja, man weiß ja nie, ne? Ob das mit dem Akku und alles so hält. Es ist die Woche des Bieres seit gestern, das muss man ausnutzen. Ja, genau. Also in diesem Sinne, wir hoffen, dass alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Und ja, bleibt dran, dann seht ihr es. Wir planen unsere Fahrradtouren nach den Touren der Schafe. Da wollte ich nicht sagen. Ja, wollte es nicht sagen. Ja, weil wir immer irgendwie in Schafherden reinkommen. Ja. Nur wegen der zeitlichen Orientierung. Wir haben heute den 21. April 2018. Das ist ein Samstag und ich denke, wir haben jetzt ungefähr so 24 Grad. So in die Mittagszeit. Siehst du, die hauen ab. Die haben Angst vor uns. Wir haben doch gar keinen Hund dabei. Alle weg, jetzt können wir wieder aufsteigen. In die Richtung, da müssen wir jetzt dann. Also das ist jetzt so jetzt Kirch und dann da dahinter, den Berg da und da so dahinter. Ja, ich guck ja. Ich brauche immer Angst. Die berühmte Sulzkirchner Weiher. Hier haben wir eine Straußenfarm. Hier gibt es lecker Straußenmilch, Straußeneier, alles bio. Für diejenigen und euch, die mit dem Wohnmobil unterwegs sind,
die haben hier einen schönen Stellplatz. Direkt bei den Straußen. Du kommst dann fast vor wie in Afrika. So, hier, dass ihr das seht. Und hier ist, glaube ich, auch irgendwie so Gebührenverordnung, was das kostet. Da steht was drauf von 24 Stunden, 5 Euro. Und der Stromanschluss nochmal 3 Euro. Ah ja, ihr könnt es ja lesen, ne? Und dann steht ihr hier direkt neben den Straußen. Nun habe ich gehört, man soll aufpassen. Die sind gar nicht so ohne. Die picken auch ganz schön toll. Cool, gell? Schon irgendwie ungewohnt, ne? Wenn man so in Mittelfranken auf einmal auf Straußen trifft. Straußen, Strauße, Streuße. Keine Ahnung. Ja, und hier gleich nebenan ist dann so ein kleiner Biergarten, sogenannte Straußencafé. Sind wir offen sonntags und feiertags von 14 bis 19 Uhr. Von Ostern bis zum 15. Oktober. Tja, jetzt sind wir leider ein bisschen zu früh dran. Ich glaube, wir haben erst eins oder so. Faxen hinter mir? Bitte? Magst du irgendwelche Faxen hinter Nein, mir? Faxen verlegen. Da, wer sich in der Oberpfalz gut auskennt, wenn man da jetzt ein bisschen so halb links hinterschaut, da ist dann Neumarkt. Neumarkt in der Oberpfalz. Ja, genau. Gut, dass du dich so gut auskennst. Freunde, jetzt waren wir hier beim Biergarten vom Katzerne und ich wollte da drin jetzt nicht so viel filmen, weil da waren viele Leute und wisst ihr, Privatsphäre und so muss man ein bisschen einhalten und deswegen gibt es ein paar Bilder dazu und die könnt ihr euch jetzt gleich anschauen. Musik.
Biergarten an und fahre hoch. Das ist eine Frechheit. Ja. Das muss verboten werden. Die nächsten Biergärten 5 Minuten von daran entfernt. Ja, oder zumindest erstmal eine Zeit lang bergab. Bergab, genau. Danke. So, und da ist unsere kleine Runde schon wieder zu Ende. Helboldstein, du hörst uns wieder.